Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch ein paar der größten Fehler besprechen, die man machen kann beim Make-up-Kauf. Aber bevor ich damit anfange, möchte ich euch nur einen kleinen Haul zeigen, den ich gemacht hatte. Und zwar war auf der lieben schönen Seite cosmeticforless.de. Und zwar habe ich mir einmal wieder Red Cherry Wimpern geholt. Ich benutze die sehr gerne einfach wirklich für Shooting, weil die sind günstig. Die kosten in der Regel 2,25 € bis 5 maximal, also 5 Euro maximal. Sind echtes Menschenhaar und haben halt auch den Vorteil, dass manche, jetzt lasse ich mal eins finden, zum Beispiel wie das hier, die Nummer 110, die haben auch dieses Silikonband, dieses klare, durchsichtige, was ich besonders gut finde für einen natürlichen Look, weil einfach man dort nicht den dicken Liner ziehen muss, um die falsche Wimpern drinne zu verstecken. 6 Stück habe ich mir geholt, in verschiedenen Formen. Mal gucken, diesmal alles ein bisschen eher in die natürliche Variante, weil dramatische Wimpern habe ich auch sehr viele und man kann auch Wimpern mehr als einmal benutzen. Da könnte ich dann auch nochmal ein Video zu machen, wenn ihr wissen wollt, wie man Wimpern reinigt. So, und was ich mir noch geholt habe, weil ich ja probiere, nach und nach auch günstigeres Make-up ranzubekommen, damit auch meine jüngeren Subscriber oder vielleicht auch die, die noch nicht so viel Geld einfach da rein investieren möchten in Kosmetik. Und zwar habe ich mir geholt die sogenannten Blush by 3 Palettes von der Firma Sleek. Sleek ist aus Großbritannien eine Firma und wirklich eine sehr, sehr, sehr gute, sehr günstige Firma. Das sind so Dreier Blush-Paletten. Die heißt jetzt zum Beispiel Sugar. Und das sind dann einmal Turbinador, Muscovado und Demerara, die Farbe. Ist jetzt alles so mehr in die bräunlicheren Farben, würde ich mal sagen. Dann habe ich mir noch geholt diese Palette und die heißt, Pink Sprint, und zwar Pink Parfait, Pink Eyes und Pink Teeny, so heißen die Farben. Und die letzte Palette, die ich geholt habe, ist diese Palette hier und die heißt Flame mit lauter Orangetönen, Fournace, Bonfire und Molten heißen die drei Farben. Und wie ihr seht an meiner Hand, ich habe die schon mal hier so geswatcht. Ich habe auch nochmal ein Foto euch ja jeweils gezeigt im Video schnell dazu. Und die sind wirklich sehr hoch pigmentiert und hat halt wirklich eine komplette Reihe von Farben, ne? Von rötlichen Farben, Orange, Pink bis in die bräunlichen Farben. Und eine Palette für 12,99 €. Das ist unschlagbar. So, jetzt aber zu den eigentlichen Themen dieses Videos. Erstmal muss ich schon wieder zumachen. Und zwar die großen Make-up-Fehler, die Kauffehler bei Make-up. So, also, wenn wir in einen Counter oder zu einem Counter hingehen von einer Make-up-Firma und dort uns Make-up angucken, da gibt es natürlich diverse Methoden, aber vor allen Dingen viele falsche. Ich rede jetzt davon generell, was kann ich nicht nur jetzt also manche nennen ja Make-up Foundation, für mich ist Make-up das komplette Paket, also das heißt jetzt nicht nur eine Foundation, sondern Puder, Blush, Lippenstift, Eyeshadow, Mascara etc. pp. Also dort wirklich, was könnt ihr generell beim Einkaufen von Make-up-Produkten falsch machen, so könnte man es auch nennen. Und zwar fangen wir mal mit der Basic an. Was kann ich falsch machen bei einer Foundation? Wenn ich eine Foundation kaufen möchte, dann ist es natürlich immer sehr ratsam, zu einem Counter hinzugehen und dort eine dort arbeitende Person darauf anzusprechen. Weil die haben in der Regel die meiste Ahnung davon, was die einzelne Foundation für einen Zweck erfüllt. Weil es ist natürlich, also wenn ihr jemanden guten am Counter habt, der fragt euch natürlich erstmal, was habt ihr für einen Hauttyp? Trocken, Mischhaut oder eher ölig, kann man dadurch eher gut feststellen, ob die Haut spannt oder eher schnell glänzt und so. Dann natürlich die Frage, welche Deckkraft wollt ihr haben? Soll es stark deckend oder leicht deckend sein? Welche
Welches Finish soll die Foundation haben? Also soll es matt sein? Soll es so glowy sein? Das sind natürlich auch Fragen, die ihr euch vielleicht im Vorfeld schon stellen könnt, selber stellen könnt oder zumindest dann eben halt solltet ihr Bescheid wissen. Weil ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass dann Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben so, na, aber Sie sind doch der Experte. Ja, aber ich kenne dich ja nicht. Ich weiß ja nicht, was du für eine Hautbeschaffenheit hast. Also da müsste man dann schon ein bisschen sich mal im Vorfeld vielleicht einen Gedanken machen. Und dann die Stelle, wo probiere ich mein Make-up aus. Kann auch sein, dass man sagt, na, ich will überhaupt nicht mit jemandem da reden, weil vielleicht die Person mir nicht so ganz sympathisch ist oder ich irgendwie vielleicht auch einen schlechten Tag habe und einfach nicht reden möchte. Wichtig wäre wirklich, guckt euch die Foundation nicht nur in der Flasche an. Wenn die Foundation in der Flasche sieht komplett anders aus als die Foundation, wenn sie rausgekommen ist, weil es gibt so einen Prozess, der nennt sich Oxidieren. Oxidieren heißt, dass die Foundation-Inhaltsstoffe mit dem Sauerstoff in der Umgebung reagieren und nachdunkeln können. Gibt zum Beispiel bei MAC Cosmetic zwei ganz extreme Fälle. Das ist einmal die Matchmaster Foundation, die dunkelt extrem nach und dann auch die Face and Body, die dunkelt auch ein bisschen nach, finde ich persönlich. Aber es gibt auch viele andere Make-up-Firmen, wo dieses Problem ist, einfach, dass es wirklich stark Nachdruck, aber Matchmaster ist für mich so der Klassiker, weil die kommt raus und man denkt so, Gott, ist das grell und dann wartet man so 1, 2 Minuten und auf einmal ist die relativ, ja, dezent dann auf einmal und man denkt sich so einfach so, hätte ich nicht gedacht, aus der Flasche heraus. Also nicht nur die Flasche angucken, rausholen das Produkt aus der Flasche. Und wenn ihr es dann ausprobiert, bitte nicht am Handrücken ausprobieren, weil der Handrücken, die Hand ist der Sonne und dem Licht sehr stark ausgesetzt und eine Foundation. Wer euch sagt, eine Foundation soll dem Gesicht angepasst werden, der hat keine Ahnung von einer Foundation. Es tut mir leid, da muss ich auch ganz klar so von meine Grenze ziehen, weil allein das Gesicht hat ja so viele verschiedene Töne. Ne? Also wir haben ja hier zum Beispiel oft dann ein bisschen, jetzt abgesehen vom Winter, aber sonst hier immer ein bisschen bräunlicher, durch die Sonne zum Beispiel, ein bisschen rötlicher, hier dann rum wieder ein bisschen heller, das Kinn auch wieder bräunlicher, aber hier wieder heller, weil das Kinn wirft einen Schatten hier und. Also, die beste Stelle, um eine Foundation zu probieren, ist immer hier diese Seite. Und zieht es von hier auf den Hals. Es sollte nämlich die Farbe des Halses an dieser Stelle, diese Partie und Dekolleté, das sollte alles in eins übergehen. Ihr wollt ja nicht einfach einen dunklen Kopf zum Beispiel dann auf einem hellen Hals sitzen haben. Weil das ist ja auch so ein großer Fehler, den viele Frauen machen. Die denken, dass man mit einer Foundation sich dunkler zaubern kann. Foundation ist kein Tanning-Produkt. Foundation ist ein Produkt, was die Haut ebenmäßig erscheinen lassen soll. Also Rötungen abdeckt, leichte Verfärbungen abdeckt, auch leichte Unreinheiten abdeckt. Nächster großer Fehler, also das ist erstmal Foundation. Nächster großer Fehler, den viele Frauen machen, ist, dass sie denken mit einer, also in die Foundation nochmal abschließend zur Foundation, viele Frauen denken, dass man mit einer Foundation Pickel abdecken kann. Nein, 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 nein. Das ist keine Foundation. Das ist also die Aufgabe von einer Foundation, sondern das ist die Aufgabe eines Concealers. Ein Concealer soll starke Unreinheiten wie Pickel abdecken oder Tränensäcke oder extreme Schatten unter den Augen, alles sowas. Das ist die Aufgabe eines Concealers. Und auch da müsst ihr unterscheiden zwischen Concealer für unter die Augen und für Pickel zum Beispiel. Weil für unter die Augen ist natürlich im Wesentlichen, die Haut ist einfach viel feiner. Und wenn ich jetzt dort zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal den Studio Finish von Concealer, den nehmen ja viele, viele YouTuber auch unter den Augen. Benutzt den bitte nicht unter den Augen, der ist antiseptisch, das bedeutet, der soll austrocknen. Weil wenn man den auf die Pickel macht, die soll antiseptisch die Pickelchen austrocknen. Und wenn ihr natürlich jetzt den unter den Augen nimmt und dann trocknet der oder die Haut noch mehr aus, dann kriegt ihr da schnellere Faltenbildung und ihr seht schneller alt oder müde aus. Deswegen unterscheidet bitte zwischen dem Concealer für unterm Auge und für Pickelchen. Und auch dort dann wirklich ausprobieren. Nehmt den Concealer, fragt nach einem Tester, also ob ihr das mal ausprobieren könnt oder ob die das euch auftragen können am Counter. Und auch dort bitte nicht in der Flasche oder im Behälter drauf auf die Farbe achten, sondern wirklich rausholen, weil man kann die Farbe erst dann wirklich erkennen, wenn man sie auf der Haut sieht. Dann jetzt mal noch zum Puder. Puder bitte auch einfach ausprobieren und dort auch bitte überlegen, vielleicht im Vorfeld, wenn ich zum Beispiel schon eine sehr stark deckende Foundation habe, brauche ich vielleicht nicht so ein ganz stark deckendes Puder. Umgekehrt wiederum, wenn ich zum Beispiel eine ganz leichte Foundation benutze, dann vielleicht ein bisschen stärkeres Puder oder wenn ich gar keine benutze, vielleicht nur eine Puder-Foundation benutze.
auch da wieder rausholen, die Farbe ausprobieren, euch einen Tester geben lassen oder eben euch das auftragen lassen vor Ort. Dann gehen wir mal weiter zu Augen-Make-up. Ein Lidschatten. Es gibt nicht den Lidschatten für eure Augenfarbe. Kommen ganz oft Leute auf mich zu und sagen, naja, also was ist denn jetzt so eine Farbe, die ich tragen kann? Na, jede Farbe, die du willst. Weil es gibt nicht die eine Farbe für braunäugige, grünäugige, blauäugige Damen oder Herren. Es gibt einfach wirklich die Farbe, wo du dich wohlfühlst. Und oft sind es halt eben wirklich diese Nude-Farben, die viele greifen. Ich persönlich bin natürlich auch ein großer Fan von den etwas extremeren Farben. Ruhig auch mal ein knalliges Rot auf die Augen. Aber gut, das kann ich auch verstehen, dass vielleicht manche sagen, das kann ich halt im Alltag nicht tragen. Was ich sehr schade finde. Aber gut, das ist immer so. Das liegt halt nicht in meinem Ermessen. Deswegen aber wirklich hingehen und auch dort, lasst es euch auftragen im Notfall. Wenn ihr sagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das mir steht. Weil auch dort wieder, wenn ich die Farbe auf dem, viele machen das ja, nee, die nehmen das dann auf dem Finger, swatchen das sozusagen auf dem Handrücken, so wie ich das jetzt ja gerade mit dem Blush gemacht habe. Und dann stehen sie da und dann so, ja, könnte mir stehen. Nee, weißt du nicht. Probier's im Gesicht, du trägst es ja nicht auf der Hand. Oder willst du einen Lidschatten kaufen, um ihn auf der Hand zu tragen? Glaube ich nicht. Also, nicht nur auf die Hand tragen, sondern lasst es euch im Gesicht auftragen. Dann nochmal letztens abschließend, weil so Augenbrauen und sowas, ja gut, da muss man sich halt einfach informieren. Da gibt es jetzt nicht so groß die Make-up-Fehler. Mascara, muss man auch, kann man vor Ort ausprobieren, lässt man sich einen Tester geben. Bitte da auf die Hygiene achten, dass ihr jetzt nicht den Tester nehmt, der dort so liegt und einfach aufmachen und benutzen oder so, weil dann kommen eure Bakterien in den Tester hinein. Der Tester ist dann kontaminiert und ja, dann kann man ihn wegschmeißen, beziehungsweise ihr wisst ja auch nicht, ob jemand vorher den schon benutzt hat und dann holt ihr euch noch eine Augeninfektion. Das wäre richtig bescheuert. Also auch dort bitte ausprobieren und da hilft bei, also eine Make-up, ein Mascara. Sorry. Ein Mascara kann man nämlich auch leider nicht wirklich nur von der Bürste her beurteilen, weil da spielt natürlich auch Textur und Intensität und sowas eine Rolle. Und könnt ihr euch natürlich auftragen lassen oder einfach wirklich mal den Experten ansprechen am Counter und fragen, okay, was macht die Mascara, warum ist die für mich geeignet? Weil kann natürlich auch sein, dass ihr ganz kurze Wimpern habt, und aber da sehr viel Dichte und dann reicht es euch vielleicht aus, wenn ihr eine habt, die nur ein bisschen verlängert und trotzdem natürlich aussieht, dann habt ihr trotzdem schon ein tolles Ergebnis. Oder ihr habt schon von Natur aus extrem lange Wimpern und ihr habt immer Angst, dass ihr die Fliegenbeinchen bekommt. Sorry. Und deswegen ausprobieren oder den Experten fragen. Nächster großer Fehler, den viele machen. Lippenstift auf der Hand ausprobieren. Ich kann das nur immer sagen. Willst du einen Lippenstift willst du den als Handdekoration benutzen? Glaube ich nicht. Also probieren bitte auf den Lippen. Auch dort wieder auf die Hygiene achten. Bitte nicht einfach nur den Lippenstift nehmen und ausprobieren. Man weiß nicht, wer den vorher in der Hand hatte. Und ich sehe das ganz oft, dass Frauen dann hinstürmen und so, ach toll, Lippenstift, und probieren den schon drauf. Und dann sage ich immer, Moment, halt, lass mich den bitte reinigen. Weil ich habe auch keine Lust darauf, dass sich dann irgendjemand bei uns eine Infektion holt. Und dementsprechend, bitte, bitte da auf die Hygiene achten und probiert es einfach aus. Nehmt euch die Zeit, lasst es euch auftragen, weil das sieht im Gesicht nochmal ganz anders aus. Das kann auf der Hand wunderschön aussehen, wenn du denkst, so, ach, ist der toll, aber dann mit dem Gesichtton oder mit der Augenfarbe oder mit der Haarfarbe geht es einfach nicht. Dann sieht es disharmonisch aus und einfach nicht schön. So. Habe ich jetzt noch irgendwelche Make-up-Fehler? Also Foundation ist natürlich der Punkt, wo man am meisten Fehler machen kann. Und deswegen bitte da den Experten fragen und nicht auf die Farbe in der Flasche achten und hier ausprobieren. Und genauso beim Concealer, beim Puder. Probiert die Sachen bitte dort aus, wo ihr sie benutzen werdet. Lidschatten auf dem Auge, Lippenstift auf der Lippe, Blush auf der Wange. Es kann alles anders aussehen. Auch mal Blush. Bitte probiert es aus, guckt nicht nur im Pfännchen, weil ich zum Beispiel Melba, ein super klassisches Beispiel. Warte, jetzt hole ich mal schnell Melba raus aus meiner Schublade. Das ist Melba und das sieht ja aus wie so ein bisschen, sag ich mal, so ein helles, leicht pfirsichfarbener
bräunlicher Ton, so ein ganz heller Braunton. Und jetzt nehme ich den mal auf meinen Finger und mache dem, also auch auf dem Finger sieht er schon nach nichts aus, aber wenn ich ihn dann auf dem Handrücken hier mache, guck mal, das ist der. Oder? Krass. Hallo, gleicher Blush. Sieht total anders aus, finde ich zumindest. Gerade auch im Gesicht. Und das ist natürlich, wow, ja, dann nicht so wirklich toll, wenn ihr dann irgendwie dort, angenommen, geht hin, guckt euch den Blush an, denkt ihr, super, nehme ich mit und dann probiert den zu Hause aus. Und dann seid ihr schwerstens enttäuscht, weil er ganz anders aussieht bei euch als im Fändchen. So, das war's, glaube ich. Ich lasse mich nochmal kalkulieren, überschlagen, nachdenken. Nein. Ich arbeite ja generell ungescriptet, das heißt, ich schreibe mir nichts auf, sondern ich setze mich hin, denke mir, Thema, was ich, also habe ich mir schon vor ein paar Tagen überlegt, da habe ich gedacht, welches Thema könnte ich mal wieder besprechen? Und das ist mir dann eingefallen, aber ich schreibe mir nichts auf, weil ich finde es ganz schlimm, wenn Leute sich hinsetzen und dann mit ihren Listen irgendwie, ja, am besten noch irgendwie mit einem Monitor arbeiten, wo dann der Text runterläuft oder so. Not my style. So. Nicht vergessen, ich habe ein Giveaway gerade am Laufen bis zum 22.12. Mein vorheriges Video, 500 Abonnenten, habe ich nämlich vor ein paar Tagen erreicht. Nochmal vielen lieben Dank dafür. Bin ich natürlich nach wie vor, und jetzt kommen, es ist natürlich jetzt auch vielleicht durch das Giveaway ein bisschen, aber jetzt geht es natürlich gerade relativ gut voran. Ich habe jetzt schon innerhalb von 2 Tagen 13 neue Abonnenten dazu gewonnen. Also an die 13, die abonniert haben, herzlich willkommen. Hoffentlich fühlt ihr euch wohl, lehnt euch zurück, genießt meine Videos. Aber dieses Video würde ich natürlich mich jetzt freuen, wenn ihr erstmal liken würdet. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und nehmt an dem Giveaway teil. Das ist, gibt's kostenlos. 3 Lidschattenpaletten von MAC pro Sortiment. Ganz aufregend. Guckt euch das Video an. Link natürlich wie immer für alle Produkte, was ich genannt habe und so weiter und so fort. Unten in der Informationsbox. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir natürlich auf Tumblr, Twitter, Instagram und Facebook folgen. Und jetzt höre ich schnell auf, weil das Video schon wieder 300 Millionen Stunden lang ist und ich sonst wieder, ja, mich hier um Kopf und Kragen rede. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch an dieser Stelle wie immer einen wunderschönen Tag und lasst es euch gut gehen.